Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Stiftungspreisverleihung. Ja, und wir alle atmen auf, dass sich die Corona-Lage so erfreulich entspannt hat. Viele Menschen haben unter den Einschränkungen in der Zeit des Lockdowns gelitten. Einige ganz besonders. Dazu gehören ganz ohne Zweifel die Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffenden. Bei vielen von ihnen ist der Verdienst von einem auf den anderen Tag weggefallen und nicht wenige banken um ihre Existenz. Was noch hinzukommt, über viele, viele Monate voller Ungewissheit, wie es weitergeht, hatten die Kulturschaffenden gar keine Auftritts- und Präsentationsmöglichkeit. Damit fehlten nicht nur die Einkünfte, sondern auch die Anerkennung und Wertschätzung für ihr Tun. Ohne Kunst und Kultur wird es bekanntlich still. Meiner Frau und mir war es daher ein ganz besonderes persönliches Anliegen, den Kulturschaffenden zu helfen. Deshalb haben wir in Hamburg rund 400 Kulturschaffende bei der Umsetzung ihrer Projekte erhebliche Unterstützung zukommen lassen. Gleichzeitig bescherten die Kulturschaffenden damit auch anderen, unter dem Entzug von Kunst und Kultur leidenden Menschen, ein kulturelles Erlebnis in einer ansonsten sehr abwechslungsarmen Zeit. Auch anderen Ortes gab es solche Initiativen, die Kunst und Kultur erlebbar machen wollten in dieser schwierigen Zeit. Voraussetzung war dafür, Orte zu finden, an denen unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln Kunst und Kultur überhaupt stattfinden durften. Das waren überwiegend öffentliche Plätze und Gebäude. Zahlreiche Städte und Kommunen haben mit viel Kreativität und Pragmatismus Orte für die künstlerische und kulturelle Bespielung ganz neu entdeckt und erschlossen und damit auch lebendig gemacht. Viele dieser Events wurden sogar verstetigt, sodass sie auch in der Post-Corona-Zeit fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders sein werden. Kulturelle Events sind sicher auch ein wichtiger Schlüssel, wie wir unsere Innenstädte in der Post-Corona-Zeit neu beleben. Dazu werden ja bundesweit gerade viele Diskussionen und Dialoge geführt. Und gerade Kunst und Kultur sprechen ja die Menschen an und sind somit ganz wichtig und elementarer Bestandteil so einer lebendigen Entwicklung unserer Innenstädte. Mit der Stiftung Lebendige Stadt haben wir daher bereits während des ersten Lockdowns im Mai letzten Jahres Städte aufgerufen, uns über ihre Best-Practice-Projekte zu informieren, die während der Corona-Pandemie für Einkünfte bei den Künstlerinnen und Künstlern sowie gleichzeitig für Abwechslung und Freude bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgten. Ziel war es, dass man diese Projekte andernorts nachahmen konnten. Die Fülle von guten Beispielen hat uns dann im Stiftungskuratorium bewogen, unseren diesjährigen Stiftungspreis dem Thema Kunst kann überall zu widmen. Preiswürdig waren Initiativen von Städten, die öffentliche, bislang zu wenig beachtete und genutzte Räume für Kunst und Kultur erschlossen, sodass die Kulturschaffenden während des Corona-Lockdowns ihrer Arbeit nachgehen konnten und damit den Menschen Zugang zur Kultur verschafften. Entscheidend war auch, wie diese Vermittlung öffentlicher Räume von der Stadt gemanagt und im Idealfall verstetigt wurde. 256 Bewerbungen haben uns nun erreicht, darunter auch welche aus Österreich, Polen und Ungarn. Und somit hatte unsere Preisjury, wie gewohnt unter dem Vorsitz von Kaspar Krämer, wieder alle Hände voll zu tun, die Preisträger auszuwählen. Herr Krämer wird uns gleich über das Verfahren berichten. Ich danke allen Jurymitgliedern für ihre Arbeit. Namentlich waren das neben Kaspar Krämer, der Jürgen Block, Geschäftsführer der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V., Dr. Robert Garlitz, Verleger im Verlag Dölling und Garlitz, Daniel Kaiser, Reduktionsleiter bei NDR 90,3 Kultur, Sibylle Linke, die Leiterin des Kulturamtes der Stadt Frankfurt am Main, Dr. Timo Munzinger vom Deutschen Städtetag sowie der Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach, Frau Katja Wolf. Diesem Jahr gibt es eine Besonderheit, an der man erkennt, dass sich unsere Jury nicht mit Städtenamen beschäftigt, sondern ausschließlich nach der Qualität der eingereichten Projekte bewertet. Denn drei der vier nominierten Städte kommen nämlich aus Westfalen und liegen in einem Umkreis von nur 50 Kilometern. Die vier nominierten Städte sind in alphabetischer Reihenfolge Gevelsberg, Liechtenstein in Sachsen, Lünen und Witten. Unsere Laudatoren werden uns gleich erzählen, wer gewonnen hat. So viel sei aber schon verraten.
Auch in diesem Jahr hat die Jury neben dem Stiftungspreisgewinner drei Städten Anerkennungen zugesprochen, die mit einem Preisgeld von jeweils 1.000 Euro verbunden sind. Der Gewinner erhält 15.000 Euro. Mehr als das Preisgeld steht für die Stiftung, aber die Auszeichnung und Würdigung des Engagements der Städte im Mittelpunkt. Alle heute nominierten Städte haben in einer absoluten Ausnahmezeit mit Kreativität und Pragmatismus dazu beigetragen, die Situation für die Bürgerinnen und Bürger erträglicher zu machen. Und dafür gebührt Ihnen unser aller Dank. Und auch mit diesem Preis möchte unsere Stiftung wieder dazu beitragen, Best Practice aufzuspüren, bekannt zu machen und zur Nachahmung zu inspirieren. Das ist schließlich das Ansinnen unserer Stiftung Lebendige Stadt. Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Preisverleihung und übergebe das Wort an den Vorsitzenden unserer Stiftung, Dr. Andreas Mattner, der uns durch den Abend führen wird. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Alexander Otto, meine Damen und Herren. Man kennt Alexander Otto als bedeutenden Unternehmer in Deutschland, in Europa, in Übersee. Man weiß um dein, lieber Alexander, Engagement in der Stiftung Lebendige Stadt für den Sport. Außerhalb von Hamburg wissen vielleicht nicht alle um deine Liebe zur Kunst, zur Malerei und über dein Mäzenatentum auf diesem Feld. Ich glaube, das ist heute und dieses Herzblut noch mal besonders deutlich geworden. Gemeinsam mit deiner Frau engagierst du dich auf vielfältige Weise für Kunst und Kultur. In Hamburg hast du die umfängliche Modernisierung der Hamburger Kunsthalle ermöglicht. In Schwerin gerade etwa hilfst du, derartige staatliche Museen zu modernisieren. Also das Spektrum für dein Engagement ist sehr breit. Herzlichen Dank dafür. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Senator Carsten Broster, liebe Gäste aus den Städten Gevelsberg, Liechtenstein, Lünen und Witten, lieber Kaspar Krämer, liebe Jury, viele Zuschauer in unserem Netz. Mit der Einführung von unserem Kuratoriumsvorsitzenden Alexander Otto grüße ich Sie diesmal sehr herzlich zu unserer diesjährigen Stiftungspreisverleihung. Die Verleihung ist immer ein Highlight in unserem Stiftungsjahr und der Stiftungspreis erfährt auch immer eine sehr, sehr große Resonanz. Meine Damen und Herren, so haben wir in den letzten 20 Jahren etwa 4.000 Bewerbungen, das muss man sich mal vor Augen halten, die mussten ja auch alle gesichtet bewertet werden, 4.000 Bewerbungen auf unsere unterschiedlichen Ausschreibungen erhalten. Wir haben 150 Preisträger ausgezeichnet. Das ist schon eine stattliche Zahl, wie ich meine. Erstmalig, und das ist für uns alle neu, veranstalten wir die Verleihung digital. Ja, das ist nun mal so in diesen Zeiten. Immerhin und im nächsten Jahr, davon bin ich fest überzeugt, meine Damen und Herren, wird dann hoffentlich wieder alles unter normalen Umständen stattfinden und dann sogar im Berliner Schloss in Humboldt Teil des Schlosses. Also beim nächsten Mal wird es mit Sicherheit noch ein Stück spannender werden, aber von den Inhalten her und von den Projekten steht auch diese Preisverleihung, glaube ich, in nichts den bisherigen oder den künftigen nach. Denn mitten in einer schweren Corona-Zeit haben viele Städte ganz wunderbare und nachahmenswerte Kulturprojekte initiiert. Die bedeuten eine Belebung für die Gesellschaft und natürlich auch für den öffentlichen Raum. Davon möchten wir heute ganz besonders gelungene Projekte auszeichnen und natürlich auch das Engagement, was dahinter steckt, wertschätzen. 256 Bewerbungen, wir haben es eben schon gehört, aus dem in- und benachbarten Ausland waren dabei. Und das Ganze stand unter dem etwas verkürzenden, aber doch pragmatischen Titel Kunst kann überall. Da hat man sich drauf beworben. Die Städte, die wir gleich auszeichnen, können meines Erachtens ganz besonders stolz sein auf ihr Engagement. Bevor das alles losgeht, freuen wir uns, dass Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Broster, nun zu uns sprechen wird. Er wird uns die Situation, und das glaube ich ganz gut zur Einleitung, die Situation der Kunst- und Kulturschaffenden nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie beschreiben. Feuer frei, Ihr Beitrag.
Sehr geehrter Herr Otto, sehr geehrter Herr Mattner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, zumindest digital bei der diesjährigen Preisverleihung der Stiftung Lebendige Stadt dabei sein zu können. Denn das, worum es hier und heute gehen soll, Städte, Gemeinden auszuzeichnen, die sich ganz besonders darum gekümmert haben, dass die Interventionen und Irritationen durch Kunst und Kultur auch einen Platz und einen Raum finden, gerade auch in Zeiten, in denen das ansonsten schwierig ist, verdient alle Unterstützung und alle Aufmerksamkeit, die wir haben können. Denn wir mussten, und das ist ja auch im Prinzip die Frage, die Sie in dem Titel für meine Keynote heute gestellt haben, wir mussten uns darum kümmern, dass es Kunst und Kultur gelingt, durch diese Zeit hindurchzukommen. Und zwar nicht nur, um selber dafür Sorge zu tragen, dass Künstlerinnen und Künstler, dass Menschen, die in der Kreativwirtschaft ihr Auskommen finden, tatsächlich eine Perspektive haben, durch Zeiten teilweise der kompletten Verunmöglichung der Berufsausübung zu gelangen, sondern auch, weil es uns als Gesellschaft, uns als Bürgerinnen und Bürger einer freien, offenen Gesellschaft ausmacht, kulturelle Räume, künstlerische Interventionen und die Inspiration, die sie bringen, tatsächlich zum Gegenstand unseres Alltags zu machen und uns immer wieder überraschen zu lassen, immer wieder schlauer zu werden durch das, was wir in Kunst und Kultur entdecken. Und in Zeiten wie denen, die wir seit Mitte März 2020 erleben mussten, in denen wir das öffentliche Leben weitgehend bis teilweise vollständig phasenweise herunterfahren mussten, in denen die Begegnung mit anderen schon an sich zu einer Gefährdung wurde und nicht mehr zu einem Beginn oder einem Ausgangspunkt gemeinsamer Entdeckungsreisen, ist das nochmal ganz besonders anstrengend gewesen. Wir haben gesehen, was man digital tun kann, wie man mit digitalen Versuchen tatsächlich das eine oder andere kompensieren kann, wie die Bibliotheken angefangen haben, nochmal auf ganz andere Art und Weise im digitalen Raum Bürgerinnen und Bürger, insbesondere junge Menschen, zu erreichen, wie die Museen unter dem Hashtag Culture Doesn't Stop angefangen haben, soziale Medien, soziale Plattformen mit ihren Angeboten zu bespielen und wie immer mehr Theater, immer mehr Konzertveranstalter begonnen haben, ihre Angebote trotzdem fertigzustellen und dann wenigstens als Stream ins Netz zu stellen. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Mir fehlte bei all diesen Angeboten immer wieder etwas und mir ist immer wieder aufs Neue schmerzlich bewusst geworden, wie sehr es zum kulturellen Erlebnis eben dann doch dazugehört, nicht alleine auf der Couch vor sich hin solche Dinge zu konsumieren, sondern in Gemeinschaft mit anderen sich kulturellen und künstlerischen Inspirationen auszulassen. Erst in diesem ganz besonderen Moment, in dem ich nicht weiß, was mir begegnet, auf einer Bühne, in einem Konzert, in einer Ausstellung, in der ich mich aber mit anderen dort durchbewege und tatsächlich meine eigene Irritation, auch das, was ich vielleicht lerne, was ich mitnehme, was ich neu entdecke, mit anderen dann besprechen und weiterentwickeln und verfeinern kann, erst in dieser Situation vervollständigt sich das kulturelle Erlebnis und entsteht das, was Walter Benjamin als das Auratische eines Kunstwerks beschrieben hat. Und insofern stehen wir alle miteinander jetzt am hoffentlichen Ausgang der Pandemie, auch wenn die Situation ja gerade noch mal schwieriger wird. Aber ich hoffe immer noch sehr, dass wir es gelingen, dass wir es hinbekommen, dass wir ausreichend Impfstoff tatsächlich an die Bürgerinnen und Bürger bringen, dass alle sich impfen lassen und dass wir auf diesem Weg dann es schaffen, gut aus dieser Pandemie herauszukommen. Aber dass wir in dieser Situation uns um die Orte und Räume und Gelegenheiten Kunst und Kultur in unserem Alltag zu spüren, ganz besonders kümmern. Wir haben in Hamburg, um nur zwei Beispiele zu geben, in diesem Sommer unter der Überschrift Kultursommer Hamburg wirklich ein rauschendes Fest in der ganzen Stadt gefeiert. 1800 Veranstaltungen an über 150 Orten in der ganzen Stadt, in allen 7 Bezirken. 185.000 Menschen haben teilgenommen an Konzerten, an Lesungen, an Performances auf Alsterdampfern, an Tanzperformances in Parkhäusern, an Opernaufführungen in Parks. Überall in der Stadt war was los und wir haben damit Bürgerinnen und Bürgern gezeigt, wie großartig es ist, sich von Kunst überraschen zu lassen. Und wir haben hoffentlich ein wenig die Hemmschwelle gesenkt, dann auch wieder jetzt im Herbst in die Kultureinrichtungen zu kommen, wenn sich das Geschehen nach drinnen verlagert und sich dort Kunst und Kultur in sicheren Rahmenbedingungen unter ganz klaren Gegebenheiten mit Lüftungstechniken und dergleichen mehr dann auch inspirieren lassen zu können. Und das Zweite, was wir begonnen haben, ist etwas,
was darauf zielt, dass wir in die problematische Situation, in die sicherlich das eine oder andere Zentrum in den kommenden Monaten noch geraten wird, wenn es nicht schon dort drin ist, einfach aufgrund der Folgen der langen Lockdowns und der Beschränkungen auch für den Einzelhandel, die dort entstehenden Freiflächen, wenn wir es mal euphemistisch ausdrücken wollen, also die Orte, an denen ehemalige Einzelhandelsangebote tatsächlich in die Knie gegangen sind, es trotz aller Unterstützung durch den Staat, durch Vermieter und durch andere Akteure nicht geschafft haben, ihr Geschäftsmodell durch diese schwierige Zeit zu retten, dass wir diese Flächen zumindest in der Zwischenzeit kreativ bespielen. Wir haben einen Fonds Freiräume aufgelegt, mit dem wir tatsächlich daran arbeiten, dass wir dort Künstlerinnen und Künstlern, kreativen Geschäftsmodellen, Pop-up-Stores die Gelegenheit geben, diese Flächen zu nutzen und damit zur Belebung der Quartiere beizutragen. Denn ich bin sehr davon überzeugt, dass sich unsere Innenstädte und die zentralen Orte in unseren Gemeinden in den kommenden Jahren stark verändern werden. Sie sind stark geprägt gewesen in den letzten 20, 30 Jahren von einer hohen Dichte und hohen Auslastung durch den Einzelhandel und den daraus dann auch sich ergebenden Mieten. Wir werden aber in den kommenden Jahren erleben, dass sich viele dieser Dinge nicht nur temporär während der Pandemie, sondern wahrscheinlich auch strukturell ins Digitale verlagern. Gleichzeitig haben wir alle das gemeinsame Bestreben, attraktive Innenstädte, attraktive öffentliche Orte, attraktive Kerne, Zentren, ja Herzen unserer Städte und unserer Gemeinden zu bewahren. Und insofern werden wir miteinander auch nochmal neu auf die Frage gucken müssen, was denn eigentlich die Gründe sind für Bürgerinnen und Bürger, sich in ein bezirkliches Zentrum oder in die Innenstadt ihrer Stadt zu begeben. Und da stellen wir fest, dass es eben nicht nur um Einzelhandel geht, sondern tatsächlich auch um die Frage, welche attraktiven sonstigen Angebote in der Stadt dort existieren. Ist es das Kino? Ist es das Theater? Ist es ein Konzertsaal? Sind es andere kulturelle Angebote? Sind es auch überraschende sozusagen Performances, die da stattfinden? Viele Dinge sind denkbar, viele Dinge sind möglich, aber natürlich unter anderen Bedingungen als die, unter denen sich sonst eine Boutique oder ein halbfrequenzstarker Laden wird refinanzieren lassen. Insofern werden wir auch vor der Frage mit den Immobilienbesitzern stehen, über die zukünftige Auslastung und die zukünftige Querfinanzierung solcher Flächen, die wir jetzt in Hamburg erstmal bis zum Ende des kommenden Jahres mit einem Fonds aus Steuergeldern ermöglichen zu nutzen, damit sie nicht leer stehen und damit die Attraktivität der Zentren erhalten bleibt. Aber ich glaube, auf die Strecke gesehen und auf die Dauer betrachtet, ist das eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam mit denjenigen, die Verantwortung für die Innenstädte tragen, weil ihnen dort auch Grund und Boden gehört, werden leisten können. Und dieses Thema werden wir miteinander angehen müssen. So verstanden ist dann Kultur auch nicht nur das Standortmarketing, ist Kultur nicht nur der Hebel, den ich ansetze, um gegebenenfalls sozusagen strategisch für eine Positionierung einer Marke, einer Stadt oder eines Zentrums zu sorgen, sondern tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil der Attraktivität städtischer urbaner Kerne aus sich selbst heraus. Und ich glaube, dass das das ist, was wir schaffen müssen. Wir müssen Kultur nicht einsetzen, um etwas anderes zu erreichen, sondern wenn wir erkennen, dass kulturelle Angebote aus sich selbst heraus tatsächlich die Möglichkeit bieten, ebenfalls Menschen in die Städte zu locken, entstehen ganz interessante Melangen, die sich dann strategisch nutzen lassen zwischen den unterschiedlichen Interessen, die in einer Innenstadt immer wieder zusammenkommen müssen. Ein großer Journalist Nils Minkmar hat in einem Text während des ersten Lockdowns tatsächlich über die menschenleeren Plätze in Italien geschrieben und hat gesagt, wir werden, wenn wir diese Plätze wieder betreten, uns fragen müssen, wie wir sie eigentlich füllen müssen und ob die Art und Weise, wie wir sie vorher gefüllt haben, tatsächlich unseren Wünschen an lebendige, an offene Städte entspricht. Und ich glaube schon, dass diese innerstädtischen Kerne, in denen sich ja die europäische Bürgergesellschaft gegründet hat und selbst gefunden hat, eine neuerliche Betrachtung verdienen und wir stärker als bisher Bürgerinnen und Bürger dort auch als Bürgerinnen und Bürger und nicht nur als Konsumentinnen und Konsumenten werden ansprechen müssen. Das wird eine große Aufgabe, das wird eine qualitative Veränderung auch der Konzeption von Stadt, von Innenstadt, von Zentrum sein. Aber ich glaube, es wird eine sein, von der wir alle profitieren können, weil sie dann auch die Qualität und Attraktivität der Einzelhandelsflächen stärkt, weil sie vor allen Dingen aber immer wieder deutlich macht, dass es diese Begegnungsräume und Begegnungsorte in unseren Städten sind, die einen großen qualitativen Kern unseres gemeinsamen Lebens in städtischen Gemeinschaften werden ausmachen können. Und insofern auf die Frage, wie geht es Kunst und Kultur nach anderthalb Jahren Pandemie? Schwierig, eine schwierige Situation, wirtschaftlich schwer getroffen, an der einen oder anderen Stelle sicherlich durch Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung auch gekränkt, aber am Ende wie immer
voller Lust und Leidenschaft ins Offene zu gehen und das Neue gemeinsam zu entwickeln. Und dieses Angebot von Kunst und Kultur sollten wir im Sinne lebendiger Städte annehmen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Preisverleihung, gratuliere schon mal all denjenigen, die zu Recht für ihr Engagement ausgezeichnet sind. Möge es Ansporn sein, weiterzumachen, und möge es für alle anderen Ansporn sein, es denen nachzutun, die heute ausgezeichnet wurden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Carsten Broster. Zum einen, dass Sie die Perspektive, und ich betone Perspektive, für die Kunst und Kultur aufgezeigt haben und natürlich aber auch eingeräumt haben, unter welchen Anstrengungen man in den Städten im Moment vorgehen muss, um die bisherige Situation zu verbessern, also die Schwierigkeiten der Vergangenheit auszuräumen, nach vorne zu blicken und was Neues zu organisieren. Aber Sie sind ja auch viel weiter gegangen. Sie haben den ganzheitlichen Blick auf die Stadt geworfen. Und da sind wir eigentlich mitten in den Themen der lebendigen Stadt, die ja auch über Kultur hinausgehen. Und Sie haben sich zu Recht die Frage gestellt, wie unsere Innenstädte und unsere Zentren in der Post-Corona-Zeit aussehen werden. Wir werden uns dort schlicht neu justieren. Und dabei, und das ist sehr schön und auch deutlich geworden, wenn Kunst und Kultur eine bedeutende Rolle spielen. Natürlich kommen die anderen Nutzungen auch noch dazu. Sie machen alle die Lebendigkeit einer Stadt aus. Und deswegen hat sich die Stiftung Lebendige Stadt gerade in den letzten oder im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren ganz intensiv mit runden Tischen damit beschäftigt, auch mit den Auswirkungen von Corona und gemeinschaftlich geschaut, wie die Lücken, die Corona in unseren Innenstädten gerissen hat, auch gelöst oder wieder gefüllt werden können. Ich kann darauf aus Zeitgründen nicht weiter eingehen, aber wir sind, glaube ich, mitten in einem Teil dieser Diskussion heute bei unserer Preisverleihung gelandet. Und die Lebendige Stadt wird das vortragen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir in Potsdam und in Bochum Hackathons mit Studierenden initiieren, die in 2 Wochen veranstaltet werden und wo wir genau diese kreativen Ideen nochmal zusammenfassen werden. Aber jetzt kommt zum eigentlichen Thema. Ich will Sie auch nicht ewig auf die Folter spannen, meine Damen und Herren. Bevor wir also zu den Auszeichnungen kommen, möchte ich noch Kaspar Krämer begrüßen unter uns. Sie kennen den renommierten Architekten. Er ist seit vielen, vielen Jahren Chef unserer Stiftungsjury. Herzlich willkommen, lieber Kaspar Krämer, hier in unserer Runde. Nur noch ein paar Infos geben, bevor es dann auch wirklich mit den Ergebnissen losgeht. Die Jury, ich habe es erwähnt, musste 256 Bewerbungen sichten und sie hatten bestimmt wieder keine ganz leichte Auswahl in diesem Jahr. Gibt es sowas wie einen Gesamteindruck von den Projekten? Können Sie uns dazu etwas sagen? Ja, erstmal einen herzlichen Gruß hier aus Köln, vom Rhein an die Elbe. Ich hatte ja wieder die Freude und Ehre, der Jury vorzusitzen, was ich mit großem Spaß jedes Jahr machen darf. Und auch diesmal war es natürlich wieder beeindruckend, wie viel Engagement aus diesen einzelnen Beiträgen heraus strahlte, kann man fast sagen. Und wir haben das in dieser Jury als eine wunderbare Antwort eigentlich auf die ganzen Zurücksetzungen des Lockdowns gefunden, dass da so viel Kreativität freigesetzt wurde. Und das hat uns doch sehr beeindruckt in der Jury. Klasse. Und können Sie auch was zu den Kriterien verraten, nach denen Sie Ihre Jury haben entscheiden lassen? Naja, wir haben natürlich erstmal uns ganz eng an die Ausschreibung gehalten. Nicht? Da waren ja alle 256 Arbeiten, mussten sich ja an die gleichen Kriterien halten. Aber es ging natürlich sehr natürlich um Innovation, um Nachhaltigkeit, um Verstetigung und Best Practice. Also das, was dort zu sehen war, was kann beispielhaft wirken für andere Initiativen, und das hat uns dann in den intensiven Dialog miteinander geführt. Waren eigentlich die Entscheidungen alle einvernehmlich oder haben Sie auch kontrovers diskutiert? Aber es ist ja, trotz Bildschirm war es lebendig. Also ja, lieber hat man es natürlich, wenn man hier an einer Tafel sitzt, wie wir das sonst hier in Köln immer gemacht haben. Aber es ist ja immer ein sehr engagiertes Vorgehen. Jeder hat ja seine unterschiedlichen Perspektiven. Und das Interessante ist ja, dass durch diese Vielfältigkeit der Jury eben die ganzen Aspekte übereinander gelegt werden. Und aus dem Diskussionen heraus ergibt sich dann, filtern sich eigentlich dann die Finalisten heraus, die wir ja heute dann auszeichnen wollen. Wir haben natürlich
Ja. Nein, ich wollte nur sagen, wir haben dann eine Matrix gebildet und jeder hat seine Favoriten genannt. Das war ja vorher verteilt worden, dass man diese Arbeiten auch studieren konnte. Sonst ist das in der kurzen Zeit ja gar nicht möglich. Also jeder war sehr gut vorbereitet, hatte so eine Shortlist aus diesen 22 Arbeiten, die am Ende ja vorgewählt waren, und hat dann die mit den anderen diskutiert. Sehen die Teilnehmer jetzt auch, welche Menschen hinter der Jury stehen, aber Sie haben die Projekte von hinten bis vorne sich angeschaut und ich denke, bei Ihnen ist die Spannung jetzt eigentlich auch groß, welche Menschen hinter den Projekten stehen, darf ich das so sagen? Ja, selbstverständlich. Also ich freue mich ja auch, dass man Ihnen gratulieren kann, und ich freue mich, dass Sie ausgezeichnet sind, und dass wir immer, ich finde, solche Momente sind Anerkennung der eigenen Arbeit, des Engagements und der vielen Mühen, die ja auch hinter diesen Projekten stehen. Und deshalb ist diese Preisverleihung immer ein wunderbarer Moment, auch wenn er jetzt nur im Bildschirm ist. Aber ich bin ganz gespannt und ganz aufgeregt, wer mir jetzt begegnet. Und da die ja alle aus Nordrhein-Westfalen kommen, vielleicht kennt man den einen oder anderen. Ja, fast alle. Ja, das ist schon besonders mit dieser Ballung dort auf dem Fleck. Ja, jetzt legen wir natürlich mal los. Und ich möchte die Vertreterinnen und Vertreter der nominierten Städte Gevelsberg, Liechtenstein, Lünen und Witten begrüßen. Sie werden uns jetzt zugeschaltet. Ich sehe Sie auch alle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in unserer Runde. Ich darf Sie kurz vorstellen, aus Gevelsberg sind da der Oberbürgermeister Klaus Jacobi und der Projektleiter Marco Marzigiala. Aus Liechtenstein Bürgermeister Thomas Nordheim und Art Director und Geschäftsführer Dirk Grüning. Dann haben wir aus Lünen die Leiterin des Kulturbüros Barbara Kastner und den Beigeordneten Horst Müller-Bass. Und aus Witten vom Kulturbüro Witten Johanna Andrisiano und den Projektleiter Joscha Denzel. So, ich hoffe, dass ich Sie alle richtig zusammengefunden habe. Herzlich willkommen. Ja, und wenn Sie schon mal bei unserer Preisverleihung dabei gewesen sind, darf ich Ihnen sagen, auch hier gibt es immer wieder Fragen, die wir an die Städte stellen, weil wir wollen ja nicht nur Preise prämieren, sondern wir wollen auch davon lernen. Und deswegen würde ich gern davon auch hier in dieser digitalen Runde Gebrauch machen und stelle eine Frage an Gevelsberg, Herr Oberbürgermeister Jacobi und Herr Marzigiala. Wie war denn die Reaktion bei Ihnen, als Sie von der Nominierung gehört haben? Ja, wir waren natürlich begeistert und haben uns sehr gefreut, dass wir mit diesem Kunstprojekt jetzt auch überregionale Aufmerksamkeit bekommen haben. Denn das war schon eine große Kraftanstrengung, das auch auf den Weg zu bringen, und dass das jetzt in der ausgehenden Corona-Zeit, in der Postpandemie, so eine Beachtung nochmal findet, das freut uns sehr. Finde ich klasse. Ja, wie beim Grand Prix gehen wir jetzt in die Stadt nach Liechtenstein und fragen Herrn Nordheim und Herrn Grüning, was hat Sie denn bewogen, sich für den Stiftungspreis zu bewerben? Die Stadt war ja selbst nicht der Initiator dieser Geschichte, sondern das Helmler-Theater ist ja auf die Stadt dann zugekommen und gesagt, wir bewerben uns bitte mit den Funkelfenstern. Die Stadt hat ja ein viel kleineres eigenes Projekt gehabt. Ich gebe die Frage gern weiter an Herrn König. Ja, also es war für uns vom Helmler-Theater ja der Ansatz, in dieser Zeit etwas zurückzugeben oder einen Hoffnungsschimmer zu geben unter diesen Pandemiebedingungen. Und dann unter dem Lockdown und aus diesem Kultur-Kunstprojekt, was ja eigentlich ganz klein gestartet ist, kam unsere Idee, eigentlich die Liechtensteiner in dieses Projekt mit einzubeziehen. Und so wurde das sehr schnell ein komplettes Projekt der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, die dieses Projekt unterstützt haben, finanziell unterstützt haben, gespendet haben. Ad hoc kamen Sponsoren auf uns zu und gaben uns Geld für dieses Projekt. Und ja, schlussendlich war es dann die Idee, dass wir sagen, es war so emotional, dass wir sagen, wir bewerben uns als Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner und wir, Helmut, bringen uns da mal in Position. Ein kleines Drehbuch werden Sie noch schreiben müssen, wie man das macht, dass die Sponsoren auf Sie zufliegen. Ich glaube, mögen alle Städte noch von lernen, wie man das macht. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir schon, glaube ich,
einmal gesagt oder zweimal schon, wir haben schon eine Besonderheit diesmal, dass mit Lünen gleich drei westfälische Städte auf engstem, kleinsten Raum, das ist Zufall oder auch nicht, wer weiß, vielleicht ist man dort besonders kreativ nominiert worden sind. Und das kommt aber sicher ganz selten vor oder ist eigentlich in den ganzen Jahrzehnten bei uns nicht vorgekommen. Und deswegen stelle ich mal die Frage nach Lünen. Haben Sie denn schon mal etwas von den Projekten in Gevelsberg und in Witten gehört, Frau Kastner und Frau Müller-Bass, oder haben sich einfach alle abgestimmt? Also Herr Müller-Bass und ich kann sagen, ich bin auch stellvertretender Vorsitzender des Kultursekretariats Nordrhein-Westfalen in Gütersloh und daher habe ich einen Überblick über das, was im Lande Kultur geleistet wird. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal selbstbewusst behaupten, das ist kein Zufall, dass so viele nordrhein-westfälische Kommunen hier in die engere Wahl gekommen sind. Und in der Tat habe ich vorhin noch mal sehr intensiv mir die Projekte angeschaut. Und ja, ich bin begeistert über das, was die anderen Städte hier auch geleistet haben. Und was das Gute ist an diesem Wettbewerb, ist, dass wir uns auch mal anschauen können. Ja, in der Tat, was haben die anderen gemacht? Und vielleicht auch was für uns dann profitieren können und nach Lünen holen können und umsetzen können. Es ist eine unglaubliche Vielfalt an Maßnahmen oder an Projekten, die wir hier sehen können. Das ist wirklich ein ganz, ganz bunter Strauß. Ja, Sie sind schon wirklich dort eine ganz besonders kreative Ecke. Lohnt sich. Dann kann man ja auch ganz einfach alle drei Städte besuchen, wenn man so eng beieinander ist. Ja, dann will ich aber nochmal nach Witten fragen. Wie geht es der Kultur bei Ihnen heute, Frau Andrisiano und Herr Joscha Denzel? Wie geht es Ihnen auch mit Blick auf das, was Carsten Broster vorhin gesagt hat? Ja, wir haben uns gerade noch abgestimmt, wer jetzt darauf antwortet, weil wir merken natürlich schon noch die Nachwirkungen der Pandemie jetzt zu stellen. Wir sind eigentlich gut durch die Zeit gekommen mit vielen tollen Ideen und Projekten und sehen auch, welche Wirkung schon die ersten Konzepte aus den ersten Lockdowns haben, dass jetzt Orte, die damals noch völlig unbespielbar waren, neue Kulturorte. Aber gleichzeitig, und das merken wir auch bei vielen Orten, ist es schwierig, wieder Publikum zu finden, wieder in die Routinen zu kommen, dass Kultur Teil des öffentlichen Lebens ist. Und das geht, glaube ich, auf vielen Städten so. Was auch voll aus der Zeit stark gewonnen hat, ist auch nochmal also die Vernetzung voneinander, die Vernetzung mit der freien Kulturszene, der institutionalisierten Kultur. Und da hat sich tatsächlich auch im letzten Jahr einfach viel getan, was jetzt ganz positiv wahrscheinlich all die nächsten Jahre profitiert. Ja, gut, vielen Dank für die kurze Fragerunde. Ich glaube, jetzt haben wir es warm gelaufen für Ihre Projekte und jetzt wollen wir Sie alle vier Projekte in einem Video mal kurz Ihnen vorstellen, meine Damen und Herren, und Film ab, wie man so schön sagt.
Ja, das Saxophon habe ich übrigens im Hintergrund gerade gespielt, was immer so schön drückend dazwischen kam. Ich glaube, das ist schon mal deutlich geworden, dass es sehr interessante Projekte sind. Aber Sie werden, meine Damen und Herren, gleich noch viel mehr davon hören, denn wir haben ja Laudatoren heute dabei. Und ich habe auch gleich noch die Gelegenheit, mit den Gewinnern noch weiter und tiefergehende Fragen zu erörtern. Ich darf schon mal sagen, wenn man unter den ersten 256 ist, also die Top 4 ausmacht, dann ist das eine tolle Leistung und Sie können alle sehr stolz sein. Und deswegen hat die Jury einen Hauptpreisträger, wenn man so will, gekürt, aber sie hat auch drei Anerkennungen ausgesprochen und Sie sind heute alle bei uns. So, jetzt wollen wir die Katzen aus dem Sack lassen, aber einen gewissen Spannungsbogen muss es ja noch geben. Deswegen fange ich natürlich selbstverständlich mit den Anerkennungen an. Und dann darf ich nach Witten gehen, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, dass unser Stiftungsratsmitglied Mona Neubauer, sie ist auch Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen, uns nun die Anerkennung verkünden wird. Meine Damen und Herren, wir gratulieren der Stadt Witten. Mit innovativen und hybriden Kulturangeboten ist es der Stadt Witten gelungen, die Zukunft neu zu denken. Ziel ist es, in Kombination mit Kultur eine nachhaltige und resiliente Stadt für morgen zu schaffen. Dazu trägt der neu geschaffene Denk- und Möglichkeitsraum bei. In einem Experimentierlabor erproben das Kulturforum Witten und der Verein Werkstatt neue Formen der Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern. Als Labore dienen ungenutzte Räume und Flächen in der Stadt, die als öffentliche Orte neu entdeckt werden und bespielt werden. Bei dem Experiment wurde zudem eindrucksvoll bewiesen, wie Kulturveranstaltungen auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie möglich sind. Seitdem stehen diese Orte für temporäre Veranstaltungen zur Verfügung, die vor Corona keine solche Nutzung erfahren konnten. Die Erschließung neuer Orte für kulturelle Veranstaltungen hat die Wittener Kulturszene motiviert, neue Ideen und Formate zu entwickeln. Angetan von den erfolgreichen Projekten aus dem Experimentierlabor hat die Stadt Witten eine Kuratorin engagiert, die die kulturelle Zwischennutzung leerstehender Flächen im Stadtzentrum organisiert. Damit wird der Dialog über die Zukunft und die Chancen der Stadt angeregt. Das Experiment der kulturellen Neuausrichtung ist geglückt und dient aufgrund seines praxisorientierten Ansatzes als Blaupause auch für andere Städte. Meine Damen und Herren, wir gratulieren der Stadt Witten zu einer Anerkennung und der damit verbundenen Preissumme in Höhe von 1.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, Mona Neubauer. Herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Frau Andrisiano und Herr Denzel, verraten Sie uns aber doch nochmal, was sind das ganz genau für Räume und für Flächen, die Sie zu Experimentierlaboren auserkoren haben? Das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Orte, die so in ihrer Bandbreite auch sehr vielfältig sind. Es gibt Kellerräume, die haben ganz temporär, die natürlich auch nicht nachnutzbar sind. Es ist gerade der leerstehende Galeria Kaufhof-Komplex bei uns in der Stadt, den wir gerade mit einer großen Zwischennutzung bespielen, wo alle zwei Wochen neue Ausstellungen in die Fenster kommen und die interaktiv, partizipativ so auf die Straße wirken, dass nicht nur einfach eine Verschönerung, sondern eine Beteiligung wird. Und es gibt einige Vorplätze, zum Beispiel vor dem Saalbau, das ist so das große Kulturhaus hier bei uns in der Stadt, genauso auch vor der Werkstatt im Soziokulturzentrum, die vorher einfach nur der Ort waren, wo man angekommen ist, um dann in das Haus zu gehen. Und das werden jetzt plötzlich Aufenthalts- und Wohlfühlflächen, die vorher so nicht angenommen worden sind. Das ist wirklich spannend zu sehen, wie die Menschen sich aufhalten, Tango tanzen und ihre Zeit verbringen. Das ist irgendwie sehr, sehr schön. Was auch sehr schön ist tatsächlich in Bezug auf die Orte, dass wir auch eigentlich relativ steife Orte oder Orte, in denen ein festgefahrenes Programm läuft, wie zum Beispiel in der Bibliothek. Das ist klar, die hat eine spezielle Aufgabe als Bibliothek oder der Saalbau als Konzert- und Theaterveranstaltungshaus. Und die wurden durch bestimmte Programme einfach aufgebrochen. Und dort wurde eben andere, also der freien Szene, wurde die Möglichkeit gegeben, in solchen Orten sich mal anders zu präsentieren und somit auch die Orte anders wirken zu lassen.
Sehr spannend. Kann man eigentlich schon sagen, was der Dialog eigentlich hervorgebracht hat? Oder noch einen Schritt weiter, haben Sie vielleicht sogar Tipps für die anwesenden Städte, was man ja im Grunde kopieren könnte? Also man kann eigentlich, also im Prinzip ist es das Vertrauen in die freie Szene und in die Zusammenarbeit, Experimentierräume zulassen und sich auf das Unbekannte einlassen. Und dann vielleicht, ja, das, was bei uns ein Satz, der in Witten gerade häufig fällt, einfach machen kommen. Klasse. Ja, wir werden das alles dokumentieren und allen anderen zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank und nochmals wirklich große Gratulation an Ihre Stadt. Und damit kommen wir zur nächsten Stadt, meine Damen und Herren. Wir gehen nach Lünen und hier gibt es auch eine Anerkennung. Und natürlich haben wir einen Laudator, das ist der Oberbürgermeister Markus König aus Nürnberg und der wird uns jetzt die Gründe schildern. Meine Damen und meine Herren, wir gratulieren der Stadt Lünen. Musik ist Balsam für die Seele, mobilisiert den Geist und sie verbindet Menschen. Und das haben während der Lockdown-Zeit die Balkonkonzerte in der Stadt Lünen gezeigt. Künstlerinnen und Künstler traten in Innenhöfen, in Gärten, auf Wiesen oder Parkplätzen auf und bereiteten den Bewohnerinnen und Bewohnern auf ihren Balkonen, Terrassen und in den Fenstern ein kulturelles Erlebnis in ihrem oft ja tristen Alltag mit den vielen Kontaktbeschränkungen. Und der Applaus? Ja, der Applaus und die Freude der Bewohnerinnen und Bewohner waren zugleich Anerkennung und Wertschätzung für die Kulturschaffenden, was ihnen so fehlte. Über die Zeitung und das Radio rief das städtische Kulturbüro gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Altenarbeit der Stadt Lünen Kulturschaffende auf, ja zielgerichtet und mit kurzen Programmen zu entwickeln, die an ungewöhnlichen Orten vorgetragen werden konnten. Das Kulturbüro hat die Künstlerinnen und Künstlern an entsprechenden Einrichtungen vermittelt und eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Gerade auch für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen bedeutet diese Konzerte Abwechslung in einer Zeit, in der sie keinen Besuch empfangen durften. Lobenswert ist, dass die Balkonkonzerte auch nach der Corona-Zeit an Orten im Stadtgebiet weitergeführt werden, die bislang kulturell nicht bespielt wurden. Künstlerinnen und Künstler werden auch weiterhin für Auftritte gebucht. Meine Damen und Herren, wir gratulieren der Stadt Lünen zu einer Anerkennung und der damit verbundenen Preissumme in Höhe von 1.000 Euro. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank, Markus König, und alle Glückwünsche nach Lünen. Frau Kastner, Herr Müller-Bass, mal was ganz Praktisches, damit man aus den Abläufen so ein bisschen lernen kann. Wie lange hat es eigentlich gedauert vom Aufruf zu Balkonkonzerten und bis das dann auch wirklich stattgefunden hat? Und wie viele Künstlerinnen und Künstlerinnen haben denn dann überhaupt an so etwas teilgenommen? Und wie funktionierte das mit den Zuhörern und wie haben die das so angenommen? Also ich war sehr begeistert. Wir haben Mitte April den Aufruf gestartet und Ende April konnten schon die Konzerte stattfinden. Und das hat natürlich sehr viel positive Resonanz hervorgerufen bei den Menschen in den Einrichtungen. Und wir haben das Ganze auch immer, das ist nämlich ein Querschnittsthema bei uns in der Stadt, auch unter dem Gesichtspunkt der Inklusion gesehen. Wir definieren Inklusion als Barrieren identifizieren, die an gesellschaftlicher Teilhabe hindern. Und das hat Herr König dankenswerterweise auch so in seiner Laudatio herausgestellt, dass es hier, wo ja die Menschen in den Einrichtungen auch abgeschottet waren, dass sie hier über die Balkone auch eine gewisse Offenheit dann hatten und auch am kulturellen Leben, auch an der Begegnung, wenn es auch in etwas in Distanz war, teilnehmen konnten. Also wir haben uns sehr gefreut, dass wir das auf die Beine stellen konnten für die Menschen und das wurde auch sehr, sehr positiv angenommen. So positiv angenommen, dass wir, das sagte ja auch Herr König, dass wir diese Programmfolge auch weiterführen werden.
Frau Kastner, kann Sie auch noch ein bisschen was aus der Praxis dazu sagen? Also zunächst mal möchte ich kommentieren, natürlich besonders gut in der Pandemiezeit, dass Sie es so schnell aufgestellt haben, weil man brauchte das ja auch sofort. Und üblicherweise haben natürlich solche Dinge einen langen Vorlauf. Also dass Sie das so qualitätsvoll und so kurzfristig auf die Reihe bekommen haben, das ist schon was Besonderes. Also vielleicht Frau Kastner noch mal zu den Abläufen. Können Sie dazu noch was sagen? Ja. Also wir hatten ja schon, wir waren ja jetzt dieses Jahr schon im zweiten Jahr. Wie ich angefangen habe, lief das sozusagen schon mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es war natürlich sehr gut, dass das dann so kurzfristig wieder funktioniert hat. Aber gerade dieses Jahr waren wir da schon ein eingespieltes Team und hatten auch schon eine ganze Menge Künstlerinnen und Künstler gefunden, die das, die Interesse hatten und die nochmal spielen konnten. Und ja, also es war eben im Jahr 2020 schon die Resonanz sehr positiv. Und wir hatten dann 2021 im Juni in den vollstationären Pflegeheimen Konzerte durchgeführt und dann im Juli und August die Wohnanlagen mit Service sozusagen bespielt. Und das Ganze hat sich dann auch ja, insoweit verselbstständigt, dass auch Künstlerinnen und Künstler dann direkt von Wohnanlagen gebucht worden sind, also sozusagen ohne unser Zutun. Das war natürlich ganz großartig. Gibt es noch Nachfragen? Gibt es noch weitere Nachfragen nach solchen Konzerten? Oder? Ja, also im Moment jetzt in der kalten Jahreszeit nicht, weil der Großteil ist draußen. Oder eigentlich was Großteil nur draußen war. Aber es ist natürlich der Wunsch, dass das nach Möglichkeit 2022 fortgeführt wird. Beziehungsweise, dass die Kooperation auch erweitert wird in Zusammenarbeit im Theaterbereich. Also da gibt es ja auch schon eine Zusammenarbeit, zum Beispiel mit dem Theatertreff im Heinz-Hilpert-Theater. Da wird mit den Seniorenbeiräten der Stadt Lünen und Melm zusammengearbeitet. Und genau, das ist natürlich ein Blick in die Zukunft, dass wir einerseits im Theater erweitern, als auch dann es in ja, Kultur, in das Umfeld der Menschen bringen, gerade bei denen, die nicht eben mehr so mobil sind. Ja, herzlichen Dank und nochmals wirklich die große Gratulation auch an Ihre Stadt. Damit kommen wir zur dritten und zur letzten Anerkennung, um es nochmal ganz zu betonen. Und wenn wir gleich nach Liechtenstein gehen, dann ahnen Sie schon so ein bisschen, dass der Gewinner vielleicht nicht aus dem Bermuda-Dreieck, sondern aus dem neuen Kulturdreieck kommen wird, aber dazu später. Meine Damen und Herren, passend zur Region haben wir unser langjähriges Kuratoriumsmitglied und auch Bundesminister AD, im Moment ist er Minister, in Thüringen für die Laudatio gewinnen können, für diese Stadt, für Liechtenstein und feuerfrei Wolfgang Tiefensee. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gratulieren der Stadt Liechtenstein in Sachsen. Ganz Liechtenstein verwandelte sich für 3 Monate in eine große Open-Air-Kunstgalerie. Mit dem Projekt Funkelfenster inszenierten das ansässige Helmnoth-Theater und die Wunderräume GmbH leerstehende Schaufenster und Ladengeschäfte. Die kleine vorerzgebirgische Gemeinde leidet wie so viele Kommunen an leerstehenden innerstädtischen Gewerbeeinheiten. Mit viel Liebe zum Detail inszenierten Künstlerinnen und Künstler auf verwaisten Ladenflächen internationale Märchen. Was im harten Lockdown der Vorweihnachtszeit 2020 mit 6 Schaufenstern begann, steigerte sich schnell auf die imposante Zahl von 60.
Mit der Projektfinanzierung durch die Kulturstiftung Sachsen konnte das Kunstprojekt starten und das Helmnoth-Theater initiierte kurzfristig eine Spenden- und Sponsorenaktion. Viele Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf, Einzelpersonen sowie Unternehmerinnen und Unternehmer der Kommune spendeten und sponserten. Lokale Gewerbetreibende und die Stadtverwaltung stellten kostenfreie Räume zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger halfen tatkräftig. Das Gemeinschaftsgefühl wurde dadurch gestärkt. Die märchenhafte Innenstadtbelebung regte jeden Tag hunderte Lichtensteinerinnen und Lichtensteiner nicht nur zum Schaufensterbummel an. Die in den Funkelfenstern integrierten interaktiven Angebote wie Märchenrätsel, Mitsingen oder Leseaufgaben nutzten Familien genauso wie Schulen und Kindergärten, die die Funkelfenster in ihre pädagogische Arbeit einbezogen. Tausende Besucher kamen aus einem Umkreis von 100 Kilometern. Liechtenstein wurde auf einmal überregional wahrgenommen. Die Innenstadt erfuhr durch die eigene Bevölkerung und durch seine Gäste eine Wiederbelebung. Die Funkelfenster sind weitergezogen. Zu Ostern 2021 hat die Stadt Riesa das Helmnoth-Theater engagiert und zur Weihnachtszeit 2021 werden die märchenhaften Schaufenster die Innenstadt Glauchhaus verzaubern. Die Funkelfenster sind ein Modellprojekt, das in jeder Stadt zur erfolgreichen Innenstadtbelebung beitragen kann. Also ganz im Sinne der Stiftung Lebendige Stadt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gratulieren der Stadt Liechtenstein zu einer Anerkennung und der damit verbundenen Preissumme in Höhe von 1.000 Euro. Ja, vielen Dank, Wolfgang Tiefensee, und Glückwunsch an Sie. Eigentlich hat man den Eindruck, Sie haben die ganze Stadt zur Bühne gemacht, und Wolfgang Tiefensee und ich werden zurückblicken, genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung, als wir 1999 begonnen haben, die Stiftung aufzubauen und 2000 sie organisiert haben. Da war der erste Kongress der Stiftung Lebendige Stadt mit dem Thema unterwegs, der war in Düsseldorf, die Stadt als Bühne. Und es bedurfte dann jetzt 21 Jahre, bis Sie daherkommen und das so ganz richtig mal mit Leben füllen. Und also, wie haben Sie das gemacht, dass eine ganze Stadt zur Bühne wird? Es war die Grundidee, wie gesagt, also am Ende dieses verheerenden Jahres für uns Künstlerinnen und Künstler, aber eben auch für die Bevölkerung, die eigentlich Kunst genießen konnte, etwas zurückzugeben, etwas zu tun, das nicht so zu beenden, so unkreativ das Jahr zu beenden. Und wir haben einfach wirklich gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an mit ein paar Fenstern, und die Kulturstiftung hat uns ein bisschen Geld dazu gegeben und da waren das 5 Fenster. Und aus dem, wie wir mit den Menschen in der Stadt geredet haben, merkten wir, die wollen eigentlich wesentlich mehr. Die Stadt ist schon seit Jahren tot, wie wir viele, viele andere Städte ja in ganz Deutschland darunter leiden, durch diese enorme Abwanderung in die Gewerbegebiete oder bei Amazon im Internet zu bestellen. Daran leiden unsere Innenstädte. Ja, und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, dann versuchen wir, die Liechtensteiner und Liechtensteinerinnen, die ja ihre Innenstadt lebendig haben wollen, zu mobilisieren, etwas mit uns gemeinsam zu tun. Und das ist so ein Grundgedanke gewesen in dieser Zeit, Gemeinsamkeit, in der Isolierungszeit etwas gemeinsam zu inszenieren. Und wir haben aufgerufen, uns zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, und dann kamen 4-jähriges Junge mit seiner Mutti und gab 5 Euro. Bis zu einer alten Dame, die im Rollator quer durch die Stadt gefahren ist und im Schnee treiben, also im Regenschnee treiben, uns 50 Euro ihre kleinen Rente geben wollte. Und das steigerte sich, es kamen jeden Tag immer mehr Spenden an und wir inszenierten mehr. Dann druckten wir Flyer und wir wollten aber so viel Geld sparen als möglich und riefen auf, Gott, gibt es nicht Liechtensteiner, die in ganz Liechtenstein diese Flyer verteilen wollen. Und dann gab es Liechtensteiner, die kamen und verteilten in der ganzen Stadt wirklich planmäßig die Flyer, und das machten sie 4-5 Mal.
Dann kamen Leute und halfen uns beim Fensterputzen. Andere brachten unseren Handwerkern, unseren Technikern des Theaters, unseren Künstlern, Dekorateuren, unseren Bühnenplastikern und Schneiderinnen Kuchen und Essen an die Schaufenster oder Kaffee. Also es war eine unglaubliche Gemeinschaft und man muss dazu sagen, wir haben einfach nach und nach diese Fenster eröffnet. Das heißt, wir haben erst mit begonnen und dann wurde immer so, wie wieder Geld da war, das nächste Fenster inszeniert. Und wir haben das immer zugehangen und es war immer wie Weihnachten eben. Ne? Man hat sich eben gefreut, dass das nächste Fenster jetzt inszeniert wird. Unsere schwarzen Autos vom Theater standen davor. In Facebook mussten wir gar keine Werbung mehr machen, weil die Leute Fotos posteten schon davor, wo die Autos standen. Es war so ein bisschen Heimlichkeit zur Weihnachtszeit. Und dann kam der harte Lockdown. Also das heißt, das kam noch dazu, dass wir einfach mit der Situation zu kämpfen hatten, dass viele alleine in der Stadt leben. Gerade alte Menschen konnten nicht mehr besucht werden von ihren Kindern und um die Weihnachtszeit dann auch sehr, sehr einsam waren. Und sie nutzten dann diese neu erfundene Innenstadt und gingen hinaus und kamen in Kommunikation wieder mit anderen Menschen. Und das half ihnen, über den Lockdown nicht komplett zu vereinsamen. Und wie wir merkten, dieses Projekt an sich, die Hilfe untereinander, die Kommunikation, Leben untereinander, wieder in der Stadt zusammen zu sein, hat die Gemeinschaft gestärkt. Man ist anders miteinander umgegangen, man ist offener miteinander umgegangen, man hat sich gegrüßt, man hat sich über die Straße geholfen. Das war eine sehr schöne Atmosphäre. Wunderschöne Geschichte. Also großes Kompliment dazu. Sie haben ja auch Carsten Broster gelauscht und der hat ja einen perspektivischen Punkt gebracht. Deswegen will ich ganz konkret nochmal nachfragen, weil er dort auch viele Ausführungen zu gemacht hat. Wie war denn ganz genau die Zusammenarbeit zwischen den Eigentümern von Geschäften etwa? Weil wir da sicher für die Zukunft noch was raus lernen können und vielleicht auch noch kurz dazu, gibt es eigentlich Nachahmer für Ihr Projekt in anderen Städten? Wissen Sie das schon? Also die Zusammenarbeit mit den Geschäften war spielerisch. Also wir haben angefragt und die Geschäfte wurden aufgeschlossen. Also das war total einfach. Die Leute in Liechtenstein, nun sind wir natürlich in dieser kleinen Kommune mit 11.000 Einwohnern auch Name, nicht nur hier in der Stadt, aber man weiß um unsere Inszenierungskraft und unsere Seriosität. Man hat uns die Schlüssel gegeben, wir haben einen kleinen Vertrag gemacht. Selbst die Kosten, die Stromkosten wurden übernommen. Also wir haben davor eine Versicherung abgeschlossen. Das ging alles sehr reibungslos und man hat zusammengearbeitet Hand in Hand. Und so war das auch über die Zeit und danach kam die Schlüssel wieder Übergabe. Wir haben auf unserer Website die einzelnen Geschäfte beworben, dass man sie anmieten kann, dass man sich mit den Eigentümern in Kontakt setzen kann, dass es ein bisschen Win-Win-Effekt gibt. Das war halt ein bisschen schwierig, da der Lockdown eben so hart war, dass selbst Leute, die Idee hatten, ein Geschäft zu mieten, natürlich in dieser Zeit erstmal den Abstand gehalten haben. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall mehrere Gespräche gegeben hat. Also wir hatten eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und heute, wenn wir noch Werbetreibende in der Stadt treffen, dann grüßt sich und die fragen, wann wir es wieder machen. Die Funkelfenster gehen jetzt nach Glauchau. Gerade heute hat der Aufbau in Glauchau begonnen. In Glauchau ist es so, dass die Gemeinde mit dem Bürgermeister die Grundfinanzierung des Projektes gesetzt hat. Das heißt also, wir müssen nicht Spenden einsammeln, um erstmal eine Grundfinanzierung darzustellen, sondern da hat man gesagt, wir setzen eine Grundfinanzierung, um dieses Kunstprojekt zu ermöglichen. Und jetzt sammeln wir Spenden und Sponsoring, um das Projekt wieder größer werden zu lassen. Und ja, es gibt Nachahmer in Sachsen schon, weiß ich, um eine Stadt, die etwas machen will in diese Richtung. Und es gibt auch bei uns in Liechtenstein, dass mehrere Fenster ihre Schaufenster jetzt anders dekorieren. Jemand hat dort eine kleine Galerie inszeniert. Die Bibliothek macht das jetzt in einer städtischen Immobilie, wirbt für ihre Einrichtung. Und hier bei uns in der Nähe ist eine Seifenkistenausstellung für eine Werbung für ein Seifenkistenrennen. Also das hat schon zum Nachdenken gedacht, dass man sagt, was können wir in unserer Stadt mit einfachen Mitteln, es muss nicht immer wirklich das große Geld sein, es ist einfach Mitteln zu tun, was können wir zusammentun. Ich glaube, das Wichtigste ist in dem Ganzen, dass es für solche Aktionen einen Motivator gibt, jemand, der sagt, wir machen das, jemand, der begeistern kann und jemand, der koordinieren kann. Und ich glaube, es geht nicht als erstes immer um den Betrag,
sondern es geht als erstes um die Idee und das Ziel und die Emotion, es zu wollen. Ja, vielen Dank und nochmals wirklich alle Glückwünsche in Ihre Stadt. Ja, meine Damen und Herren, aufmerksame Zuhörer haben jetzt nach dem Subtraktionsprinzip schon erraten, wer denn der Gewinner heute unseres Preises sein wird. Es waren alles hervorragende Projekte. Ich würde es nochmal betonen und eigentlich hätten alle den Preis verdient, aber die arme Jury muss nun mal einen auskoren haben, um ihm den Hauptpreis zu geben. Und der ist mit einer Preissumme von 15.000 Euro bewährt, um das so zu sagen. Und meine Damen und Herren, bei Euros braucht man natürlich Geld und bei Geld braucht man einen Finanzminister. Und deswegen hält der Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen passend zu dem, wie habe ich es gerade genannt, ein Kulturdreieck, heute die passende Laudatio. Er ist auch gleichzeitig Mitglied und das schon seit vielen Jahren des Kuratoriums der Stiftung Lebendige Stadt, Lutz Lienkämper. Lieber Lutz, du hast das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir gratulieren der Stadt Gevelsberg. Die drohende Verödung von Innenstädten stellt viele Städte vor Herausforderungen. Nicht erst, aber verstärkt durch die Folgen der Corona-Pandemie. Daher entstand in Gevelsberg die Idee, mitten in der Innenstadt ein Haus der Begegnung mit kultureller Ausrichtung zu schaffen, um wieder mehr Leben in das Herz der Stadt zu bringen. Dazu hat die Stadt ein leerstehendes Kaufhaus selbst erworben. Eine städtische Musikschule und eine Bücherei werden in das Haus einziehen. Bis dahin wird das Gebäude in der Umgestaltungsphase für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar gemacht. Das Haus kann für eigene Veranstaltungen wie Kunstausstellungen, Konzerte, Lesungen oder als Drehort kostenlos genutzt werden. Ermöglicht wird dies durch die Zusammenarbeit lokaler Vereine, Unternehmen, Kultureinrichtungen und der Verwaltung. Startschuss war das Leuchtturmprojekt Farbe bekennen, das zusammen mit dem Streetart-Künstler Christian Awe realisiert wurde. Geschaffen wurde ein Fassadenkunstwerk im Format 13 x 13 Meter. Das Werk kombiniert Farben und Formen mit einer virtuosen Leichtigkeit, die bei dem Betrachter das Gefühl von Freiheit und Lebensfreude auslöst. Insbesondere in der belastenden Zeit der Corona-Pandemie konnte mit dieser frei zugänglichen Kunst im öffentlichen Raum ein positives und lebensbejahendes Signal für alle Bürgerinnen und Bürger gesetzt werden. Das Kunstwerk konnte dank der großzügigen finanziellen Unterstützung heimischer Unternehmen, Organisationen und Vereine realisiert werden. Sehr vorausschauend ermöglicht die Stadt, dass die Bürgerinnen und Bürger bereits während der Umbauphase das Haus kulturell erleben können, wodurch bei ihnen sehr früh Identifikation mit ihrem neuen Kulturhaus entsteht. Erwähnenswert und nicht zu vergessen ist die bewegte Vergangenheit des Kaufhauses. Es gehörte einst dem jüdischen Ehepaar Rosenthal, das 1938 durch die Nationalsozialisten zwangsenteignet wurde. Diesen Hinweis finde ich sehr wichtig und er schließt den Kreis zu dem heutigen 9. November, dem Gedenktag gerade auch der Reichspogromnacht 1938. Meine Damen und Herren, wir gratulieren der Stadt Gevelsberg zum Gewinn des Stiftungspreises und der damit verbundenen Gewinnsumme in Höhe von 15.000 Euro. Nicht digital wäre der Applaus noch größer, aber wirklich alle meine Glückwünsche, die Glückwünsche der Stiftung und von Alexander Otto an Sie, meine Herren. Also eine großartige Leistung. Und wir sind ja wirklich mitten im Kern der Diskussion, die wir gerade ja auch schon mit der Vorstadt geführt haben, dass Handelsflächen bei diesen Aufräumarbeiten eine Rolle spielen werden. Und da haben Sie natürlich ein Leuchtturmprojekt gesetzt. Ganz toll. Und Herr Jakobia Matzik-Jalik, alle kämpfen ja jetzt damit, mit den Zahnlücken in den Städten. Was kann man von Ihrer Vorgehensweise lernen? Was möchten Sie den anderen Städten mit auf den Weg geben?
Ja, sehr geehrter Herr Dr. Mattner, bevor ich etwas sage, was man von Gevelsberg lernen könnte, dann möchte ich mich auf das Allerherzlichste bedanken für den Preis, den wir bekommen haben, besonders beim Stiftungsgründer, bei Herrn Otto. Aber ich möchte mich auch sehr, sehr herzlich bedanken beim Herrn Minister Liedenkämper für die Laudatio, die uns wirklich bewegt hat und auch sehr berührt hat. Und wir freuen uns sehr. Und ich möchte natürlich auch allen drei mitstreitenden Städten für mehr Kultur in den Städten auf das Allerherzlichste gratulieren. Das ist für alle eine tolle Leistung. Ja, Sie haben mich gefragt, Herr Dr. Mattner, was kann man lernen? Ich glaube, man kann von Gevelsberg lernen, dass man den politischen Mut hat, haben muss, wirklich die 1A-Lage einer Innenstadt auch kommunal bespielen zu wollen. Wenn ein Ort in der Stadt, der Bedeutung hat, auch im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung, über viele Jahre nicht wirklich bespielt wird, dann muss die Stadt einen Weg finden, ihn selber zu bespielen und ihm die Lebendigkeit zurückzuverleihen, die die Bürgerschaft, den die Bürgerschaft auch wirklich von einem solchen auch erwartet. Und wir hatten in Gevelsberg die Besonderheit, dass wir eigentlich eine vitale und lebendige Innenstadt haben, aber dieses ehemalige Kaufhaus, großdimensioniert, war in den oberen Etagen über viele Jahre leer gefallen. Es war vom Leerstand ja regelrecht ein Stück weit heruntergezogen worden. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Haus bespielen. Herr Minister Liedenkämper hat das Konzept auf wunderbare Art und Weise zusammengebracht. Das ist auch die Perspektive. Aber in der Corona-Zeit möchten die Bürgerinnen und Bürger eben viel früher auch die Lebendigkeit eines solchen Ortes schon erleben können, in der Vorfreude auf den entstehenden Ort. Aber die Bürgerschaft braucht auch diese Lebendigkeit, diese Bespielung eines solchen Ortes, damit man auch den langen Atem hat, auch gesellschaftspolitisch durchzuhalten, bis zu einem Ort, bis dieser Ort dann auch wirklich als neuer Erlebnisraum auch wirklich geschaffen ist. Und da haben wir uns zusammengesetzt mit Unternehmen, mit vielen Förderinnen und Fördern. Und das, was wir erlebt haben inmitten der Pandemie, viele hundert Menschen haben auf Stühlen in den notwendigen Abständen vor diesem Haus an einem wunderbaren Spätsommerabend zusammengesessen. Man hat dieses neue Haus, was ja lebendig wurde, was farbig inszeniert wurde, was noch nicht das Leben hat, was es erhalten soll, vorab schon einmal gefeiert. Und wir haben auch insbesondere mit der Botschaft Farbe bekennen, auch in einer Zeit, in der ja doch auch Ausgrenzung zunimmt, in der Intoleranz zunimmt, haben wir eigentlich Anknüpfung an den historischen Ursprung eines ehemaligen Kaufhauses gesagt, wir wollen, dass dieser Ort lebendig ist, kulturell vielfältig und das neue Herz der Innenstadt wird. Wie ist denn im Moment der genaue Projektstand? Also wo stehen Sie und wie geht es weiter? Wir stehen jetzt an einer sehr interessanten Schwelle. Wir haben von der Landesregierung dankenswerterweise ja ein Gesamttestat erhalten, dass dieses Gebäude in seiner Perspektive auch öffentlich förderfähig sein wird. Und wir sind jetzt quasi aus dem Fördermechanismus heraus gehalten, zeitnah einen Architektenwettbewerb anzustoßen, der dann im Ergebnis die Grundlage für die spätere Ausschreibung auch des Gesamtprojektes wird. Wir haben uns allerdings in Gevelsberg darauf verabredet, dass wir vor einer Architektenbeauftragung die Bürgerinnen und Bürger selbst zu Wort kommen lassen. Sie sollen partizipativ beteiligt sein an der Ausgestaltung ihres künftigen Kultur- und Bürgerhauses und sie sollen selbst Planerinnen und Planer im Prozess werden. Und deswegen finden jetzt am 4. Dezember Erlebnisspaziergänge in diesem gesamten ehemaligen Kaufhaus statt. Die Menschen, die Bürgerschaft kann dieses Haus durchwandern, kann in Gedanken anknüpfen an die Jahrzehnte zurück, in denen man das vielleicht als Kind, als Teenager, als ein buntes Kaufhaus mit der Rolltreppe erlebt hat. Und selber können Bürgerinnen und Bürger Ideen entwickeln, wie dieses Haus auch architektonisch und auch von der Raumnutzungskonzeption künftig ausgestaltet sein soll. Und dann werden wir im nächsten Jahr in den Architekturprozess und dann etwas später in die Ausschreibung und Vergabe gehen. Und ich denke, dass wir in 5 Jahren an dem Punkt sind, dass das Haus mitten im Umbau oder möglichst auch fertig ist.
Ich glaube, die Gevelsberger Bürgerschaft freut. Können die Bürger auch sagen, welche Kunst und Kultur sie sich darin wünschen? Natürlich, sie können auch Schwerpunktsetzungen natürlich uns als Wünsche mitteilen. Aber ich hoffe, dass dieses Haus praktisch in einer dauernden interaktiven Kommunikation zwischen den städtisch Verantwortlichen und der Bürgerschaft selbst sich hin und her bewegt. Und wenn ich mir vorstelle, dass dort künftig eine Bücherei eher in der Vision einer Mediathek auf auskömmlich Fläche beheimatet sein wird, eine interaktive, auch digital orientierte Musikschule dort ihren Platz findet, dann sollten die Bürgerinnen und Bürger eigentlich immer wieder unterjährig uns auch ihr Feedback geben, was sie sich wünschen, was sie dort auch in den Veranstaltungsräumen künftig erleben möchten. Und wenn das gut funktioniert, dann gibt die Stadt nicht vor, welche Kultur und Kunst dort stattfindet, sondern dann sind die Bürgerinnen und Bürger selbst, die dort diesen Raum auch ergreifen und ausgestalten. Herr Mazgalia, was wünschen Sie sich denn an, sag mal, Nutzern oder Produkten in diesem Haus? Also es ist ja ganz wichtig, wie Herr Kubi schon sagte, dass wir gerade die Kultur- und Kunstszene da integrieren und von Anfang an dem Prozess beteiligen. Das ist ganz wichtig, auch nach diesem langen Atem der Corona-Zeit, die vielen Künstler hatten und haben mussten, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Wir haben damit schon begonnen, neue Veranstaltungsformate dort auch auszuprobieren, den Künstlern und Kulturinteressierten eine Bühne zu geben. Das sind Dinge, die jetzt begleitend schon vor dem eigentlichen Ausschreibungs- und Architekturwettbewerb stattfinden kann. Die Bürgerbeteiligungen sind ganz wichtig, dass wir da aus der Bürgerschaft Ideen bekommen und soll ein Veranstaltungsraum integriert werden, der auf verschiedenste Weise werden kann, eben nicht nur musikalisch von der Musikschule, sondern vielleicht auch für kleine Events aus der Kunstszene. Ausstellungen sind geplant, ob es da eine eigene Ausstellungsfläche geben kann. Das wird alles Bestandteil sein einer solchen Beteiligung bei den Bürgern. Es hat jetzt schon ein Kinderworkshop stattgefunden beispielsweise. Denn auch das ist ganz wichtig, dass wir da die Kinder mitnehmen und fragen, wie stellen die sich denn später so ein Haus vor? Was muss es denn beinhalten, dass es auch gerade für die ganz junge Generation attraktiv ist. Mhm. Ich glaube, was für die anderen Städte ganz wichtig wäre, vielleicht kommen Sie noch trotz der großen Aufwendung, die so ein Projekt hat, dazu, mal schriftlich zu dokumentieren, wie diese ganzen Schritte waren des Projektes, damit man es natürlich nachmachen kann. Und vielleicht auch zu sagen, was waren die großen Hürden, wie haben Sie Probleme gelöst? Also wenn Sie sowas während des Projektes mal dokumentieren könnten, wären Ihnen, glaube ich, viele andere Städte in Deutschland sehr dankbar. Ich kann natürlich jetzt auch schon anregen, wenn es dann komplett fertig ist, dass wir über die anderen, aber auch gerade über Ihr Projekt dann, wenn es fertig ist, irgendwann mal im Stiftungsjournal, das ja deutschlandweit eine hohe Verbreitung hat, berichten, damit alle aus dieser Situation lernen können. Denn die kommunalen Probleme, die mit dem Nutzungswandel unserer Innenstädten einhergehen, die werden immer noch da sein. Hoffentlich keine neue Pandemie, aber Thema Wandel und Probleme natürlich allemal. Insofern wäre toll, wenn Sie sowas machen können. Vielleicht darf ich diesen Gedanken, Herr Dr. Mattner, auch nochmal aufgreifen. Also wir laden Sie auch gerne innerhalb der Projektphasen auch nochmal ein, vielleicht auch vor Ort vorbeizuschauen. Auch Herrn Krämer, der ja der Jury vorgesessen hat, biete ich das gerne auch nochmal an. Ich möchte nochmal was zu dem Stichwort sagen, was kann man insgesamt aus solchen Projekten lernen. Sie haben eben ein gutes Stichwort gegeben. Die Innenstädte werden in Zeiten eines zunehmenden Online-Handels nicht mehr alleine aus der kommerziellen Kraft ihrer ansässigen Geschäfte eine Lebendigkeit in sich erzeugen, die eine Stadt, so wie wir sie urban erleben und wie sie ja im europäischen bürgerlichen Kontext sich auch als ein besonderes Markenzeichen unserer Gesellschaft herausentwickelt hat, das wird alleine aus der kommerziellen Nutzung der Innenstädte heraus nicht mehr leistbar sein. Und deswegen müssen öffentliche Institutionen, Kommunen, müssen Orte zusätzlich schaffen, aus denen eine Frequentierung heraus entsteht, die dann unser klassisches urbanes Zusammenleben und die nötige Frequenz wieder erzeugt. Insbesondere unter dem Stichwort
auch Kultur in den Innenstädten. Und da bin ich eben, wie gesagt, sehr dankbar, dass wir diesen Schritt gehen können. Und ich möchte auch Mut dazu machen, denn es gibt immer die Möglichkeit, auch wirklich erhebliche Förderbeiträge aus Landesmitteln für solche Projekte zu bekommen. Es muss aber eben die Qualität auch der Projektskizzen stimmen und der Förderanträge. Aber dazu sind die Städte eben berufen, diese Qualität auch ja, auf die Bahn zu bringen. Und ich kann nur Mut machen, solche Dinge für die Innenstädte künftig zu beschreiten. Ja, vielen Dank für diese wertvollen Hinweise. Wir werden das alles irgendwie dokumentieren, damit alle davon profitieren können. Und natürlich können wir auch im Austausch bleiben. Ich kann Sie diesmal nicht wie gewohnt alle auf die Bühne holen am Ende unserer Tagung, weil es gibt nur die digitale Bühne, auf der wir heute sind. Aber ich darf Sie alle natürlich einladen, auch zum nächsten Stiftungskongress. Der wird am 28. und 29. September in Berlin im Humboldt-Forum sein. Und dann haben wir schon wieder einen neuen Preis. Und Ihre Nachfolger haben dann natürlich die Möglichkeit, auch auf eine Bühne zu kommen. Aber ich sehe Sie ja jetzt alle in meinem Bildschirm. Und es ist kein vollständiger Ersatz für all das. Aber vielleicht mag Sie trösten, dass es trotzdem ja für uns alle sehr, sehr spannend war, Ihre Worte zu hören, wie Sie die Arbeit gemacht haben. Das war ein sehr, sehr lehrreicher Abend, glaube ich, für uns alle. Also herzlichen Dank an alle Beteiligten. Und wenn Sie sich selbst morgen nochmal sehen wollen und natürlich auch die vielen Menschen, die vielleicht heute nicht zum Zuschauen gekommen sind, auf der Seite der Stiftung der Lebendigen Stadt gibt es eine Aufzeichnung von dieser Veranstaltung und man kann das alles dann noch einmal sehen. Also ich darf mich im Namen der Lebendigen Stadt herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie Laudatoren mitgewirkt haben, dass Alexander Otto, Carsten Broster dabei waren, dass unsere vielen Teilnehmer in dieser digitalen Konferenz zugehört haben, die Sache spannend fanden. Das merken wir an den Teilnehmern und an den Kommentaren, die wir sicher alle noch auffangen und weiterverwerten werden, meine Damen und Herren. Bleiben Sie gesund und munter und ich hoffe, dass wir uns zu echten, lebendigen Sitzungen wieder in unseren Gremiumssitzungen im Frühjahr und vor allen Dingen bei dem eben erwähnten Kongress in der Berliner Hauptstadt wiedersehen werden. Meine Damen und Herren, ich darf die Veranstaltung damit beenden. Danke unserer Technik, darf allen guten Geistern von der Stiftung, die es vorbereitet haben, herzlich danken. Ein letztes Mal Dank für Ihre Teilnahme und bleiben Sie gesund.